Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Starfield. Ich wollte eigentlich gerade mein Inventar leer machen, habe schon die erste Ladung Rohstoffe weggebracht und jetzt ist der Typ einfach hier neben runtergesprungen gekommen und da habe ich ihn einfach mal angeschwätzt und er hat gesagt, normal spricht ihn keiner an und der Anzug schreckt alle ab. Und jetzt will ich mal mit ihm reden. Der Anzug macht Eindruck, schüchtert fast ein wenig ein. Tja, ich passe überall hin. Ein bisschen psychologische Kriegsführung hat noch nie geschadet. Dann bist du ein Söldner oder gehörst du zum Militär? Bin im Ruhestand. Hatte mehr Leben, als ich zählen kann. Aber das bin ich auch alles schon mal gewesen. Dieser Tage bin ich viel in den Randgebieten. Wer hier etwas will, der nimmt es sich einfach. Man könnte meinen, dass die Zivilisation und verfeindete Gruppen die Leute dazu bringen, aufeinander zu schießen. Aber nein, das Recht des Stärkeren ist universell. Hinter dem Satz versteckt sich eine ganze Philosophie, oder? Oh, kann gut sein. Schwarzmalerei. Da draußen gibt es haufenweise Leute, die sich gegenseitig helfen. Selbstverständlich. Das ist das Tragische daran. Warte mal. Führe ich zur Abwechslung mal eine echte Unterhaltung mit jemandem? Das geht zu weit. Wir sehen uns bestimmt wieder. Verdammt. Wir sehen uns. Ich bereise die besiedelten Systeme. Wir sehen uns sicher wieder. Ja, hoffentlich. Der Hunter. Schade, der Hunter wollte nicht weiter mit mir reden. Ich dachte, er gibt mir vielleicht einen coolen Auftrag oder er nimmt mich als seinen Schüler des Kopfgeldjägers oder so. Vielleicht hätte ich das Mantis-Outfit gebraucht, dass er gesagt hätte, Alter, dein Outfit ist echt krass. Fast so krass wie meins, yo. Der Scan ist ungefährlich. Ich muss mal gucken, ich hatte eben irgendeinen komischen Fehler die ganze Zeit. Ich konnte nicht hier in mein Raumschiff rein, um die Rohstoffe rauszuholen. Und als ich dann drin war und rausgegangen bin, total überladen, bin ich irgendwo auf dem Planet gelandet. Oh nein. Das ist immer noch, ich habe hier irgendeinen doofen Fehler. Verdammt. Dich kann rein gar nichts aufhalten. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt hänge ich hier fest. Elendig. Schnellreise. Wo komme ich denn jetzt raus? Ach, was ist denn mit meinem Raumschiff los jetzt? Überprüf. Hey, wie kann ich dir helfen? Ich will es eigentlich nur leer machen. Okay, kein Problem. Zum Glück habe ich das andere, das auch so viel tragen kann. Mach mal das kurz zu meinem Heimatschiff. Sehr gerne. Bald sieht das wieder aus wie neu. Okay, hier kann ich rein. Liegen die eigentlich noch hier rum? Verpisst euch mal aus meinem Raumschiff. Loser. Wie sieht's hier überhaupt aus? Ja, was gibt's? Du kannst hier ruhig mal aufräumen. Liegen ja noch überall die Penne herum.
bin ich brutalst überladen. Da, ne? New Atlantis. Och, okay. Ich bin hier ausgestiegen, so überladen, und bin dann irgendwo da draußen einfach so auf dem Planet gewesen. Ich stelle beruhigt fest, dass Sie Ihren jüngsten Schatz. Zählt es auch, dass ich meine komplette Ausdauer leer mache? Meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere. Bitte Medizin. Weitergehen. Tja. Okay. Kein Kopfgeld. Dann schönen Aufenthalt. Wenn man das aufstufen will hier, das mit dem Rennen, dann sollte man sich einfach beladen. Dann ist die Ausdauer nämlich viel schneller leer. Näher am Geschäftsdistrikt, oder? Wenn ich vom Messdistrikt hinlaufen will, verlaufe ich mich immer. Stell bloß nichts an, klar? Hey, Emilio, weg. Nee, ich bin hier falsch. 7 Tage die Woche. Ich esse nicht und schlafe nicht. Du gehörst mir. Also dieser eine Typ, mit dem ich da reden soll, das ist ja der Baumtyp. Und der steht kurz vor der Loge. Muss ich doch ein Mess, das Typ. Alter, wenn dieser komische Emilio hier ganz in der Nähe ist, dann bin ich richtig. Nee, bin ich auch falsch. Ich glaube, ich muss in den Wohndistrikt. Muss mich doch irgendwann mal hier zurechtfinden. Hier ist die Reinschaft. Auch falsch. Ist doch der Mess District. Also Mess District ist auf jeden Fall der Emilio und der stand kurz vor der Loge. Ach, ich hätte auch so einen Auftrag anwählen sollen, wo ich mit dem komischen Freestyle-Typ reden soll. Der ist doch in der Loge. So, jetzt kann ich rennen. So, Baumeister. Von allen Aufträgen, die Sie mir hätten geben können. Kann
Kannst du ein Stück weiter nach links rutschen? Du blockierst mein Signal. Kilton Frush bat mich, einige Daten von dir zu beschaffen. Was? Das soll ja wohl ein Witz sein. Ist er wirklich so verzweifelt? Oh Mist, das sollten noch nicht erwähnen, oder? Kilton ruiniert mir aktiv die Karriere. Dem helfe ich auf keinen Fall bei irgendwas. Ich habe keine Ahnung, was das Ganze soll, aber er macht es nur, um beim Management gut dazustehen. Und dabei helfe ich ihm nicht. Der Klügere gibt nach. Ach ja? Findest du? Wow, danke. Ich denke auf jeden Fall mal drüber nach. Der gibt wirklich nie Ruhe, oder? Vielleicht kann ich das ausnutzen. Okay, weißt du was? Du bekommst die Daten. Aber erst, wenn du mir geholfen hast, eine Beförderung zu bekommen. Vorher nicht. Was soll ich machen? Ach, nichts Wildes. Du sollst nur ein paar Dateien für mich löschen, damit ich gut dastehe, wenn wieder Beförderungen anstehen. Schön, ich bin dabei. Moment, echt? Oh, wow. Okay. Okay. Ich hatte in den letzten Jahren ein paar schlechte Leistungsbewertungen. Völlig ungerechtfertigt, total unfair. Ich habe eine Hintertür in das Messnetzwerk gefunden, um meine Personalakte ein bisschen zu frisieren. Aber die Chefingenieurin versteht was von ihrem Job. Ich kann nur über das Terminal in ihrer Wohnung darauf zugreifen. Und die ist abgesperrt. Gib mir einfach Keltons Daten, dann sind wir fertig. Sorry, da steht nicht zur Debatte. Sie sitzen auf einem Pulverfass. Die Daten sind extrem wichtig. Das ist dann wohl ein guter Grund, sie zu behalten, bis ich habe, was ich will. Ja, aber die Daten sind so zackig. Das ist der falsche Weg, um voranzukommen. Tja, aus meiner Perspektive wirkt es aber schon so. Ja, mit den Daten und zwar zackig. Hey, ganz ruhig. Okay, pass auf. Hör mir einfach kurz zu, okay? Es ist wirklich wichtig. Klappt. Wenn du mir den Gefallen tust, lohnt sich das auch. Wenn du die Daten löscht, werde ich befördert und kriege mehr Gehalt. Dann kann ich dich entschädigen. Du kriegst ein paar Credits von mir, okay? Einen hübschen kleinen Bonus. Aber erst musst du in die Wohnung der Chefingenieurin. Soll ich es machen? Ach ja, ich will einbrechen. Also gut, für die Credits, aber warum ich nicht über so. Oh, gut. Ein Glück, ich war schon kurz vorm Durchdrehen. Hey, das ist eine gute Sache für uns beide, okay? Du musst rein, auf ihr Terminal zugreifen, die Dateien löschen und wieder raus. Fertig. Was sind das für Daten, die ich für dich löschen soll? Ach, mach dir da keinen Kopf. Das ist einfach nur quasi meine komplette Personalakte. Das meiste ist natürlich völlig okay. Ich bin gut in meinem Job. Ich habe nur ein paar echt unfaire Bewertungen bekommen und dachte, ein Neuanfang wäre gut. Der gute alte Neuanfang, den Trick kenne ich aus eigener Erfahrung. Tja, dann verstehst du meine Situation ja bestimmt. Manchmal muss man die Dinge einfach selber in die Hand nehmen oder sie einfach jemandem in die Hand legen, der was von einem will. Was genau machst du beim Mist? Ganz unter uns? So wenig wie möglich. Das war natürlich nur ein Witz. Ich arbeite richtig, richtig hart. Ich habe Bioinformatik studiert, dann ein wenig Agrargenetik gemacht. Inzwischen helfe ich einfach, wo ich kann. Ich warte auf eine gute Gelegenheit, vielleicht eine Stelle in der Verwaltung, wie das eben so ist. Okay. Jetzt aber hier. Ab in die Loge und dann gucken wir gleich mal, was wir mit dem Anzug Verbesserungskrempel da machen können. Ich kann eigentlich mal die ganzen Sachen kurz in der Hand behalten und runtergehen. Gucken wir kurz im Forschungslabor gucken. Ausrüstung, Helmmods.
Überschuss beim Forschungsfortschritt wird auf andere Projekte verteilt. Von mir aus. Jawohl, Helmholtz 2. Ich muss das dann erstmal skillen, glaube ich, damit ich dann, damit es mir auch was bringt, wenn ich hier weitermache. So. Gucken wir mal. Das ist unser Helm. Okay, benötigt Forschung Helmholtz 3. Auch Helmholtz 3. Sensor Array. Rated die Gegnererfassung mit dem Kompass. Nickel und Kosmetikum. Nach Anzug Mods 3. Dichtmittel, Klebstoff, Polytextil. Ich werde in deiner Nähe immer noch nervös. Und dabei sind wir doch allerbeste Freunde. Dichtmittel, Klebstoff, Polytextil. Gut, Dichtmittel, Klebstoff, Polytextil. Dichtmittel, Klebstoff, Polytextil. Und für die Waffe... Stabilität und Präzision bei hoher Entfernung auf Kosten der Präzision bei Schüssen aus der Hüfte. Die akustische Intensität enorm und hat die Präzision auf Kosten der Reichweite. Streuung. Offene Visierung mit speziellen Kapseln, die Tag und Nacht leuchten und bessere Sicht gewähren. Das mal aus. Aufklärungslaser markiert Gegner beim Zielen und erhöht die Präzision stark.
Das ist auch wieder ein Dreier-Ding. Titan. Jo, da kann ich es leichter machen. Das ist gut. Ja, so richtig krass ist das Zeug auch nicht, was ich da machen kann. Jetzt habe ich vergessen, wie ich die Taschen einbaue. Klebstoff und Polytextil, Klebstoff und Polytextil, Klebstoff und Polytextil, Klebstoff und Polytextil. Stimmt es, dass du Theodorfs zur Strecke bringst? Oh, beherrschst du denn irgendwas nicht? Du könntest wohl auch einen ganzen Planeten mit dem Lasso einfangen. Klebstoff und Polytextil brauche ich. Obwohl, Dichtmittel auch. Dichtmittel habe ich ja gerade wieder reingelegt. Polytextil. Müsste ich doch eigentlich alles haben. Polytextil habe ich nicht viel. Lass mal gucken, ob ich das herstellen kann. Aber ich glaube, die Komponenten kann ich dann in den Stützpunkten herstellen. Obwohl. Polytextil, Fasern und Kosmetikum. Ich bräuchte hier halt echt eine Kiste, wo ich den ganzen Schmodder reinstellen kann. Warum geht das nicht? Anzugmods 2 habe ich nicht. Ausrüstung. 8-mal Polytextil. Muss ich noch Kupfer, Kosmetikum holen. Kupfer und Kosmetikum. Schon mal das ganze Kosmetikum, das Kupfer und die Fasern holen. Dann kann ich Polytextil herstellen. Umständlich, dass ich da mal hochrennen muss. Kosmetikum, Faser. Kupfer. Wo ist ein Kosmetikum? Viel Zeug und trotzdem nicht alles. Ich
hätte jetzt auch gedacht, ich habe viel mehr. Gut, ich habe selten Kupfer gesammelt. Also. Und jetzt fehlt mir das Kosmetikum. Scheiße. Na. Elend. Sie brauchen noch mehr Rohstoffe. Muss ich doch Rohstoffe horten. Ich denke immer, ich finde so viele, weil ich immer so schwer bin und alles hier reinpacke. Aber es ist doch sehr speziell. Gut, gut, gut. Ja, gehen wir mal gucken, ob wir da im Haus schnell einfallen können. Ja, es hat nicht geklappt, dass ich sage, gib mir die Ergebnisse, zack, zack. Ich sehe wohl gefährlich aus. Oh, Reliant Medical, da können wir mal schnell einkaufen gehen. Ich hätte ordentlich Medipacks verbraten. Ihr seht, ich habe auch ohne Shotgun-Munition. Ich habe sie Munition gekauft, als ich den Medipack-Run gemacht habe. Aber hier bei ihm war ich noch nicht. Ich habe einfach alles an Munition für meine Waffen aufgekauft. Es gibt nur wenige Verletzungen, die wir nicht behandeln. Willkommen bei Reliant. Auf jeden Fall habe ich übelst viel Munition für mein gutes Gewehr wieder jetzt. Aber die Ärztin unten, die hat nur ein Medipack gehabt, die hat gegeizt. Ich hoffe, du bleibst gesund. Okay, muss ich ein paar Punkte in Forschung reinhauen. Das ist doch sehr ressourcenintensiv. Ja, wenn ich dann starke Ausrüstung finde und mir die so hinbauen kann, wie ich will, dann ist das schon echt viel wert. Kann ich nämlich auch endlich mal was mit den Ressourcen machen. Ich dachte jetzt, ich könnte direkt loslegen, aber irgendwie nicht. Ist morgen dein erster Tag? Ja, ich bin jetzt offiziell zertifiziert. Vor dir steht ein waschechter Raumhafentechniker. Nicht schlecht. Fährst du jetzt das große Geld ein? Ich muss mich unsichtbar machen, das muss schon mal gut sein. Muss ich hier rein? Peinlich. Oder?
Easy. Ist jemand da? Persönlicher Groomer. Okay, gibt's weiter nichts Besonderes. So, was haben wir da? Personalakten. Empfehlung. Disziplinarverfahren. 3 frühere Meldungen wegen Insubordination. Getadelt für verpasste Fristen. Gemeldet von Thrush Kelton. Hardek weigerte sich, die Anweisung auszuführen, weil sie unter seine Würde seien und es genug Idioten gibt, die Rinde kratzen könnten. Hardek wurde aus seinem Forschungsteam entfernt und vom Dienst befreit. Ups. Ich habe sie schnell gelöscht. Thrush Kelton. Erste Meldung wegen zwanghaften Benehmens, gemeldet von Security Chief Sarkin. Mr. Thrush wurde beschuldigt, Präsidentin Abello bedrängen zu wollen. Er behauptete, es bestehe unmittelbare Gefahr und das Leben werde einen Weg finden. Mr. Thrush wurde verwarnt und hat für nicht weniger als 3 Monate Zugangsverbot zum Stockwerk des Messzentralkommandos. Ach komm, dann lösche ich ihm Thrush seine auch. Sind sie beide wieder auf 0 gesetzt. Sollen sich nicht gegenseitig anschwärzen. Aber der Thrush ist hier an irgendwas dran. Da haben wir auch mal seine Dinge ist gelöscht. Keine besonderen Vorkommnisse. Kleinen Dienst machen, das kann man schon mal machen. Ich habe ja auch meine Akte damals frisiert, als ich hier der Assistenztyp werden musste am Mars. Assistenz meiner Herkunft. Pass bitte auf, hier findet wichtige Forschung statt. Hast du gute Neuigkeiten für mich? Ah, hier sehe ich ja. Alles ist für deinen Neuanfang bereit. Tatsächlich. Ich habe im Netzwerk nachgesehen. Es ist alles aktualisiert. Gut gemacht. Du hast Wort gehalten, also tue ich das jetzt auch. Auf dieser Slate sind die Daten für Kelton. Und weil ich ein ehrlicher Mann bin, sind hier noch die versprochenen Credits. 1000 Credits, die ich auch sagen sollen. Lass mich in Ruhe. Naja, wenn sie wieder zusammen dran forschen, ist doch ganz gut. Das Jetpack ist schon cooler als das andere. Ob man das Desaster wohl noch abwenden kann? Hoffentlich hast du die Daten. Sie sind ziemlich wichtig. Du schuldest mir was, Kelton. Mehr als du glaubst. Wenn es dir egal ist, ziehe ich vor, nichts davon zu erfahren. Tut mir leid, wenn es kompliziert war. Ich möchte die Einzelheiten gar nicht erfahren, falls das später zur Sprache kommt. Vor allem in juristischer Hinsicht. Ich sollte die Daten überprüfen, um sicherzustellen, dass Emilio mich nicht hintergangen hat. Aber du hast dich wieder einmal für mich eingesetzt. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt herausfinde, was wir tun können. Ihr könnt das Ding immer noch fällen. Nun ja, ich tue alles, um das zu vermeiden. Danke für deine Unterstützung. Schau später bei Kelton vorbei. Gut, gut, dann haben wir die Kelton-Quest auch mal weitergemacht. Du hast aber eine komische Frisur, Lady.
Gut, gut. So weit, so gut. Dann haben wir das geschafft. Dann denke ich, werden wir doch nach Londinion gehen. Ich will wissen, was da abgeht. Ich will die Aliens besiegen und die Terromorph-Plage aus der Welt schaffen. Und dann können wir uns nämlich mal auf unsere Constellation-Aufgaben vorbereiten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.